Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 geht in eine neue kleine Aufnahmesession. Es ist wieder Wochenende, die erste Folge beginnt. Wollen wir gar nicht lange nicht über die Straße rennen, ich erinnere mich doch, wo wir stehen geblieben waren, und zwar bei der Zuckerrübenernte. Also, gleich mal einen Standardhelfer rein hier, Motor anschmeißen, Helfer rein, denn, ja genau, ist natürlich klar, wir kommen nicht direkt zum nächsten Fahrzeug. Hier, den hätten wir wohl schon wieder recht voll. Den müssen wir gleich ausleeren, aber erstmal würde ich mit dem noch mal ein kleines Stück losfahren. Der kann jetzt hier anfangen, Vorgewende zu machen. So, dann haben wir nämlich das Feld gleich abschließend vorbereitet für eine schnelle Ernte. Mal gucken, wie schnell die Ernte tatsächlich funktioniert. Erstmal bringen wir die nächste Ladung Zuckerrüben weg. Wir können noch, was können wir noch? 5%, also irgendwie 3.500 könnte man von dem hier vorne noch mitnehmen. Lohnt fast nicht so wirklich. Ist wahrscheinlich genauso viel, was wir jetzt mitnehmen, dass der Anhänger voll ist und er wendet. Der andere fährt da hinten so ein bisschen durchs Feld, aber ist nicht so schlimm. Die sollen nur zwei Vorgewände herstellen und alles ist gut. Ja, das Feld ist natürlich jetzt ein bisschen komisch hier, ne? Es ist zurückgesetzt, da wächst, ist noch ein geerntetes Feld eigentlich. Die ersten Zuckerpaletten entstehen. Zuckerfabrik natürlich schon ewig da. Deswegen hat nach wie vor weiterhin eine Produktion, wo man keine Leerpaletten abliefern muss. Stopp. Stück noch. Stopp. Da wollen wir ein bisschen was abkippen. Ein paar Ladungen gibt es noch. Ach, eigentlich bräuchte man noch einen zweiten Abfahrer. Können auch jetzt überlegen, das Ganze mit Courseplay einzurichten und uns einen zweiten Abfahrer noch zu holen. Helfer, der hat einen vollen Korntank. Nur damit wir zum Schluss hin die beiden Häcksler durchgängig laufen lassen können. Das ist tatsächlich gewendet. 3.500 haben gereicht. Der andere wird auch gleich wieder einen vollen Tank haben. So. Versuchen wir den schnell ein bisschen leer zu kriegen. Ja, ihr hört vielleicht im Hintergrund gleich auch schon, dem anderen wird es auffallen. Ich habe auch jetzt hier die aktuell mal die Country-Song-Playlist drin. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Muss auch mal ein bisschen andere Hintergrundmusik hier laufen. Und hier sind wir auch wieder eine Sekunde zu spät. Das reicht aber auch schon an Vorgewende, glaube ich. Also würden wir mit dem jetzt auch in die Richtung weiterfahren. So, wir kümmern uns jetzt nur ums Abfahren. Oh nein. Einen kleinen Streifen hat er übergelassen. Ach. Mist. Heißt für uns Helfer nochmal komplett neu einstellen hier vorne. Und doch ein bisschen zu schräg angesetzt. So wird's passen. Gut, fahren wir noch mit dem bisschen parallel. Bis wir vorne die Biege machen.
Jetzt sehen wir auch schon, wie komisch die trotzdem immer noch wenden, ne? So. Und drehen wir einmal schnell, damit wir von dem uns voll machen lassen und dann auch schon ausleeren, ne? Auch der hat noch scheinbar ein Kursplay drin vom anderen Feld. Oh ne, wieso hält er denn mittendrin auf? Da ist also wirklich keine Kollision eigentlich. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion war. Denn die Zuckerrübenroder wissen nicht, was sie tun. Vielleicht wollte er auch so, dass wir so ein schönes Bild hier machen können, ne? Ist ja auch nett. Aber war eigentlich nicht so gedacht. So, 98, 99. Dann geht schon wieder zur Zuckerfabrik. Den letzten Prozent warten wir nicht mehr, aber wir müssen sehen, dass wir rechtzeitig wieder zurück sind. Ja, ich überlege gerade, lohnt es noch einen Kursplay-Kurs aufzunehmen? Eigentlich schon, ne? Hätte sich auch gelohnt, noch einen größeren Trailer zu nutzen. Wie viel Kapazität ist noch im Helm? Aber ich glaube, viel mehr ist es gar nicht. Mit dem Cargos hier fahren wir schon gar nicht mal so schlecht. Und nach wie vor ist das natürlich das beste, bestgeeignetste Feld, neben dem hier neben das Grasfeld, für Zuckerrüben. Wollen wir ordentlich unsere Zuckerproduktion hier ein bisschen in Gang bringen. Und Zucker kann man ja brauchen für die Bäckerei, für die Backwaren oder natürlich auch zum Verkaufen, bringt auch gutes Geld. Und ja, wir kaufen bald Feld 16 zum Beispiel oder Feld 12. Keine Panik. Ein paar Tage noch. Dann gehen wir mal wieder Felder Shopping. Na guck, jetzt zieht er nämlich durch da hinten und jetzt haben wir das Problem. Jetzt ist er auf der falschen Seite. Aber ich glaube, wir kriegen ihn noch eingeholt und können erstmal sein Malheur hier in der Mitte wegmachen, ne? Guck mal, der dreht auch noch immer zu früh, als wäre das vom Vorgewende hier immer noch zu wenig. Oder das Schneidwerk ist ein bisschen falsch eingestellt, das kann auch sein. Das machen wir selber, ne? Ein bisschen Zeit haben wir jetzt, ja. So, sind wir doch zu weit weg, wa? Okay, wir sind zu weit weg. So, ich gehe mal wieder erst nochmal runter auf die Normalspielgeschwindigkeit. Also lassen wir den einfach nochmal in diese Richtung fahren. Hat den Vorteil, dass wir jetzt während der Fahrt abmunkern können, wenn wir es noch rechtzeitig schaffen. Und der andere dann auch. Ja, lassen wir jetzt hier fahren. Das ist natürlich nicht unbedingt optimal, ne? Wenn er hier fährt, ist das die kürzere Seite, er hat ziemlich viel Wendezeit. Aber wir haben häufiger Möglichkeiten auch abzubunkern. Ansonsten gibt es ja klare Regeln hier. Jetzt fahren wir mal wieder hier rüber.
Und sagen, das passt eigentlich optimal, auch wenn wir jetzt nicht ganz voll werden. Also ich sag mal, wir kriegen über 60.000 rein, ne? Und dann würden wir auch direkt... Hä? So hat er die Arbeit beendet. Meint er jetzt auf einmal, wer fehlt? Ist er in die... Ach so. Kann sein, dass er in die falsche Richtung gewendet ist. Ist gar nicht ganz so schlimm. So, wir haben zwar nur 76%. Aber auch 76% lohnt sich. Das ist schon die dritte Ladung jetzt, ne? So, ich weiß tatsächlich noch nicht. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Die Vielfachkarte wächst, gedeiht, kommt ganz gut voran. Wieder viel geschafft in den letzten Tagen. Es gibt aber trotzdem noch keinen festen Release, also noch kein festes Veröffentlichungsdatum. Da einfach weiterhin dranbleiben, irgendwann demnächst wird es soweit sein. Ich muss selber noch mal gucken, wie wir da am besten die Stände der ganzen Fabriken mit übernehmen. Weil ich denke auch ihr, ja, sag mal, Spieler, die schon hier auf der Standardgröße spielen. Einige wollen bestimmt ein neues Spiel anfangen, klar, die fangen wieder von ganz vorne an. Aber man merkt ja jetzt auch, wir haben noch ein Jahr LS 17 wahrscheinlich, bis LS 19 dann irgendwann so weit raus, wenn denn LS 19 rauskommt, ich gehe mal davon aus. Hab da noch keine News zu gelesen. Da wollen wir den alten Spielstand eigentlich weiter nutzen. Und das heißt, wir müssen eine ganze Menge Daten übernehmen. Die eine Möglichkeit besteht natürlich aus so einem, ja, ich sag mal, so ein Sell-Off, One-Off, wie auch immer man das nennen möchte. Alles, was wir noch so an produzierten Waren haben im Lager und sonst so, alles verkaufen. Egal, was es bringt an Preisen. Silos leerhauen, alles was geht, einfach leer machen. Hofsilo muss leer gemacht werden. Alle Kühe müssten verkauft werden. Ja, alle Schweine müssten verkauft werden oder zu Fleisch verarbeitet werden. Zucker hier und so weiter. Ne? Alles müsste einmal bei Null gemacht werden, zu Null gemacht werden. Dann hat man eine ganze Menge Geld und kann dann natürlich auf der neuen Vierfachkarte durchstarten. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, möglichst viele Stände irgendwie versuchen zu importieren. Sprich, meinetwegen, man sieht jetzt, die Zuckerfabrik hat 300.000 Zuckerrohr noch drin. Wäre ja cool. Oder auch ein Silageberg hat irgendwie 300.000 Silage geladen. Nein, noch hier noch im Bunker, was auch immer, noch im Berg. Was weiß ich, im Güllebecken sind noch 200.000. Wenn man das alles mit übernehmen könnte. Ich sehe es problematisch an, weil es einfach zu viele Daten sind. Alleine, wenn ihr überlegt, hier sind mindestens, oh, ich weiß nicht, 30 Fabriken drauf, die nicht jeder nur eine Sorte haben, sondern viele Fabriken bestehen ja aus vielen Sorten. Und das nachher alles zu überschreiben, ist eine, ja, Sisyphus-Arbeit so ungefähr, ne? Das ist wirklich, oh, was macht denn da vorne schon wieder für einen Blödsinn? Ja, das ist auf jeden Fall super aufwendig. Klar, was man mitnimmt, ist ein Geldstand, ist auch den Foodpark, den man hat. Und die schon sich im Besitz befindlichen Felder. Aber ich glaube, der Sell-Off, One-Off zum Ende hin, wenn es dann auf die Vierfachkarte geht, da sage ich rechtzeitig ein, zwei Wochen vorher Bescheid, dass jeder ein bisschen Zeit hat, ja, sich darauf vorzubereiten, großen Sell-Off zu machen und mal gucken, wie viel Geld man dann nachher auf dem Konto hat, um dann auf der Vierfachkarte wieder durchzustarten. Natürlich muss man die Produktion wieder neu befüllen. Das ist dann eben so, da fängt man vielleicht bei Null an. Ich kann aber auch mal gucken, ich werde mich damit auch noch beschäftigen und der ein oder andere von euch vielleicht auch schon. Einer oder andere, ne, von den doch immerhin 1500 Zuschauern, moin moin Leute, 1500 Leute, Wahnsinn, wie viele jetzt hier täglich mal reingucken. Da gibt es bestimmt auch einige bei, die sich gut damit auskennen, wie man zum Beispiel den Spielstand von der alten Safe Game auf die neue Safe Game übertragen kann. Und die wissen bestimmt auch schon genau, wie sie es machen würden, auch meinetwegen, man müsste ja die Stände der Fabriken in der Safe-Game-Datei finden und dann mit Notepad oder was auch immer öffnen, dann hat man ja nachher auch, ja, ich sag mal, gar nicht so eine schlechte Übersicht. In welche Richtung fährt er? Aber dazu von meiner Seite aus mehr. Fährt er denn jetzt hin? Er wendet komisch. Wenn es tatsächlich soweit ist und auch ich versuche, diesen Spielstand hier auf die Vierfachkarte um zu switchen. Ansonsten bin ich natürlich immer für Tipps dankbar, wie es am einfachsten geht, aber es wird schwierig. Weil in der Vierfachkarte
wird er ja alleine durch das Speichern im Giants Editor gibt es teilweise wieder unterschiedliche Bezeichnungen. Also ich sag mal Silo 1, was jetzt vielleicht am Hof ist, einfach mal um was zu sagen, ist vielleicht nachher auch Silo 1, aber ist das bei der WGA Nord. Und schon haut das ja alles durcheinander. Und ich glaube, das wird echt verdammt, verdammt schwierig, alle Daten hier zu 100% von der Standardgröße auf die Vielfachgröße zu übertragen. Wer von euch viel Zeit hat und Bock hat, fängt wahrscheinlich eh ein neues Spiel an, um nochmal wieder diesen, ja, was machen die denn immer? Um nochmal diesen Spaß von Anfang an zu haben, einfach nochmal, ja, ein Neustart sozusagen. Von vorne anfangen, klein anfangen und sich richtig groß arbeiten, das kann man richtig groß machen, das Ding. Da müssen wir mit dem ganzen Team dran arbeiten und dann wird es richtig, richtig groß. So, so viel dazu, ne? Ich würde sagen, Leute, das soll die erste Folge für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit so einem kleinen Like. Unterstützt ihr mich und wenn ihr einen Kommentar hinterlässt, freue ich mich. Und natürlich auch, wenn ihr dann später wieder dabei seid. Bis dann.